Wetttipps heute mit den besten Quotenboosts in Deutschland, England, Spanien und Italien. Jede Menge Spiele am Samstag und wir beginnen mit der Bundesliga. Da haben wir noch ein paar Quotenboosts offen, die wir in der Bundesliga-Sendung noch nicht veröffentlicht haben. Einer unserer Wetttipps war ja Asian Handicap 0 auf Hoffenheim, das heißt beim Unentschieden Geld zurück. Die Quote auf Hoffenheim ist relativ hoch im Vergleich dazu, dass Köln noch kein Spiel in dieser Saison gewonnen hat und Hoffenheim 2. Jetzt ist es natürlich so, dass es hier einen Quotenboost gibt auf den Hoffenheim-Sieg in Kombination damit, dass beide treffen. Und zwar bei Betway mit einer Quote von 4,0. Also kombiniert man die 3,1er Siegquote auf Hoffenheim mit dem beide Treffen von 1,5 und würde sogar eine 4,65er Quote erhalten. Im Vergleich dazu der Quotenboost von Betway nur 4,0. Also gut, dass wir das ausgerechnet haben, auf sowas sollte man nicht setzen. Also auf die Wette an sich kann man meinetwegen schon setzen, andererseits würde ich nicht drauf setzen, dass Köln ein Tor schießt. Meine Ergebniswette ist sogar 1:0. Und das würde dann beide Treffen nein mit einer Quote von 2,5 geben. Oder eben, wie gesagt, das Unentschieden keine Möglichkeit auf Hoffenheim mit einer 2,2. Auch in der Bundesliga trifft Mainz auf Stuttgart. Wir haben ja hier gesagt, eigentlich ist Value auf Stuttgart angesichts des bisherigen 3-Spiele-Saisonverlaufs. Aber wäre nicht die Bundesliga, wenn es hier dann nicht doch irgendwie ganz anders laufen würde. Nichtsdestotrotz wäre das eine 1,83 auf Unentschieden, keine Möglichkeit auf Stuttgart. Und hier gibt es einen Quotenboost, der gefällt mir dann doch sehr gut. Und zwar bei ebenfalls Betway, und zwar, dass Serhou Guirassy das erste Tor schießt bei einer 6,0er Quote. Wer denn sonst? Etwa Chris Führig? Wie im Freiburg-Spiel, aber das war natürlich ein außergewöhnlicher Auftritt. Sonst in den Spielen gegen Leipzig, selbst bei der 1:5-Niederlage und beim 5:0 gegen Bochum, hieß der erste Torschütze des VfBs und im Spiel insgesamt Serhou Guirassy. Also, Dankeschön, liebe Wettanbieter. Diese Quote schmeckt mir mal richtig gut. Dankeschön. Dann haben wir einen Kann-aber-muss-nicht-Tipp. Wolfsburg gegen Union Berlin. Hier sind die Buchmacher ja eher hier auf Seiten der Wölfe. Auch wenn wir sagen, ja, Union muss das nicht verlieren, riecht das schon stark nach einem Unentschieden. Wenn du aber der Fraktion angehörst und die sagt, Wolfsburg kann dieses Spiel natürlich auch gewinnen, dann gibt es bei Betway für dich diesen Quotenboost mit beide Treffen in Kombination für 4,75. Und wieder wollen sie uns verarschen, denn die Quoten für Wolfsburg-Sieg mal beide Treffen ergibt 5,4 und damit wesentlich besser als der Quotenboost bei Betway. Schwach Betway, echt schwach. Schauen wir in die zweite Liga. Schalke empfängt Magdeburg, ist mit einer 2,1er Quote Favorit. Können sie zu Hause dieses Spiel gewinnen, nachdem sie ja in der Tabelle wesentlich weiter unten stehen als die Magdeburger, die noch kein Spiel ihrer 5 Spiele hier verloren haben. Und schon jetzt, eine kleine Überraschung in dieser zweiten Liga sind. Schalke eher so eine negative Überraschung. Und klar, der eine Sieg zu Hause war natürlich ein Grund dafür, dass die Schalker jetzt hier Favorit sind und natürlich auch der wesentlich teurere Kader der Schalker. Aber können sie hier Magdeburg zu Hause besiegen? Sicherlich. Kann Magdeburg ein Tor schießen? Auch möglich. Die Quote auf Schalke-Sieg 2,1 mal beide Treffen. Er gibt nur 1,4 bei beide Treffen, finde ich sehr niedrig und die Quote dafür ist 2,94. Und das ist dann ein Quotenboost bei Betway, der sich lohnt, denn statt einer 2,9 gibt es eine 3,75, wenn dieses Szenario eintrifft. Und dann macht man langfristig schönen Gewinn, wenn man immer solche Value Bets spielt, egal ob dieses Spiel jetzt gewonnen wird oder nicht. Hast du Bock auf die Insel? Nein, keine schöne, nur die englische Insel, aber immerhin guter Fußball. Vielleicht zwischen Fulham, Helm und Luton, der Aufsteiger, der eigentlich große Außenseiter in allen Spielen ist. 1,7 ist die Siegquote auf Fulham gegen die bisher punktlosen Lutheraner. Und ja, gut, klar, also ich finde grundsätzlich so eine niedrige Siegquote auf ein Team wie Fulham einfach zu schwach.
dann bekommst du, wenn beide in diesem Spiel treffen, einen Quotenboost mit einer Viererquote. Unabhängig davon, ob das jetzt rechnerisch Sinn ergäbe, ergibt es in meinen Augen keinen Sinn, darauf zu wetten, dass ausgerechnet Lutten ein Tor in Fulham schießt. Also weg damit. Ein besseres Spiel auf der Insel ist wahrscheinlich Newcastle gegen Brentford. Hier auch ein klarer Favorit. Mit Newcastle 1,55 die Quote. Die Frage ist nur, kann Bradford hier auch ein Tor schießen? Insgesamt bisher haben sie immerhin 8 Tore in 4 Spielen geschossen. Newcastle 7:7 das Torverhältnis. Also hier beide treffen, finde ich doch rechnerisch eine gute Sache. Die Frage ist nur, lässt die Newcastle-Abwehr gegen Brentford auch was zu, wie zuletzt eben 3 gegen Brighton, 2 gegen Liverpool? Das sind natürlich ein bisschen bessere Gegner, aber auch gegen Aston Villa haben sie ein Tor kassiert und die sind ja ungefähr mit Brentford auf einer Ebene. Und ja, wie gesagt, Brentford kann auch Tore schießen, das haben sie auch schon gezeigt in der Saison. Das finde ich dann eine gute Quote, wenn wir uns den Quotenboost anschauen. Da kriegen wir eine 3,4 Newcastle-Sieg und beide Treffen bei Betway. Und das ist nicht nur eine sinnvolle Wette, sondern auch ein sehr guter Quotenboost, weil die Kombination dieser beiden Wetten würde eine Quote von 2,71 ergeben, während der Quotenboost ja sogar eine 3,4 ergibt. Also auf geht's Newcastle, auf geht's Brentford und am Ende sollen die Hausherren, die Magpies, dieses Spiel gewinnen. Sichere dir über den Link in der Videobeschreibung eine risikolose Kombi-Wette bei Betway. Bis zu 100 Euro bekommst du als Freiwette gut geschrieben, falls du diese Kombi-Wette verlieren solltest. Wir gehen weiter zum FC Barcelona in Spanien, La Liga gegen Betis Sevilla, die Quote 1,36 für die Heimmannschaft. Kein Wunder, es stellt sich nur die Frage, wer schießt das erste Tor, nicht etwa dieser Robert Lewandowski? Excuse me. Hi. I'm Robert Lewandowski. Und wenn der Pole nur halbwegs so gut scored wie sein Doppelgänger gerade eben bei den Girls, dann sollte das doch eigentlich eine gute Wette sein. Das Häkchen daran ist die nicht allzu brillante Quote da mit 3,6, wie wir bei Gerassi gesehen haben. Der kriegt eine 6er-Quote und da ist es eigentlich viel wahrscheinlicher, dass der als erstes trifft als ein Lewandowski, selbst wenn er halt der Go-To-Guy im Sturm der Barceloniken ist. Also da schaue ich mir lieber wieder diese Lewandowski-Videos an, als darauf zu wetten, dass er ein Tor schießt. So, jetzt wieder ernsthaft zurück in mein Lieblingsland, das schönste Land der Welt mit dem besten Essen. Juventus Turin gegen Lazio Rom, Juve, 1,9er Favorit zu Hause. Das ist ja schon auch mal wieder gleich auf Anhieb eine interessante Sache. Wenn wir uns die bisherigen Spiele der beiden Mannschaften reinziehen, Juve noch keine Niederlage, 7 Punkte, Lazio ein Sieg, 3 Punkte. Also allein das spricht schon dafür, dass eine 1,9er-Quote für Juve schon mal sehr gut ist. Dass es so läuft wie in der vergangenen Saison, als Juve ja unter aller Würden war, denke ich jetzt mal nicht. Lazio genauso sollte sich zusammenreißen und ein Tor schießen. Die Qualität haben sie ja im Sturm durch den ehemaligen Dortmunder Ciro Immobile und noch ein paar andere. Juve Sieg 1,9 mal beide Treffen 1,95 ergibt eine Quote von 3,7 und wir kriegen einen Quotenboost bei Bwin mit 4,5. Auch eine sehr schöne Sache, das wird mitgenommen. Sichere dir bis zu 100 Euro Bwin Bonus und eine 10 Euro Freebet über den Link in der Videobeschreibung. Und zum Abschied noch ein Spiel für meine Freunde aus der Pfalz, denn Kaiserslautern spielt in Karlsruhe. Da werden für mich nostalgische Erinnerungen an die 90er Jahre wach, als Lautern ja um die Meisterschaft gespielt hat und Karlsruhe im Europapokal für Furore gesorgt hat unter Trainer Winnie Schäfer mit Euro Eddie Schmidt. Wer erinnert sich, schreibt es in die Kommentare. Eure schönste Erinnerung über Karlsruhe oder Kaiserslautern. Die Lauterer sind in der Tabelle auf Platz 6 einiges gar nicht mal so weit vor Karlsruhe, die ja mit Stindl einen absoluten Glückstraumtransfer noch
sich geleistet haben oder mehr oder weniger günstig bekommen haben, weil er da Bock hatte zu spielen. Aber spielt, weiß ich jetzt in dem Spiel nicht, ist auch gar nicht so relevant. Hoffen wir es mal nicht. Denn wir haben eine Wette am Start auf die Gäste, Kaiserslautern. Kann dieses Spiel gewinnen, obwohl sie hier quotentechnisch Außenseiter sind? Und so viel steht mehr oder weniger fest. Beide treffen doch in diesem Spiel. Die Quote dafür auf diese Wette mit 1,5 rentiert sich nicht. Aber die Kombination macht es interessant und da gibt es einen interessanten Quotenboost. Während die normale Lauterner Siegquote mal die 1,5 von beide Treffen eine 5,1 ergibt, bekommt man bei Betway den Quotenboost mit der Quote 6,0. Das ist ja eine satte Steigerung von 17% mehr, wenn das einläuft. Also Daumen drücken und ab dafür. Das waren die besten Wetttipps und Quotenboost. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, bis dahin. Willst, dass du immer die besten Bonusangebote und Promotion-Aktionen bekommst, geh auf wetten.com.